Hallo meine Lieben, willkommen zu Teil 2 meines riesen XXXL Primer Calls. Und ja, hier liegt immer noch ein riesengroßer Stapel auf dem Bett, der nur wartet, dass er in die Kamera gezeigt wird. Und das, was hier liegt, hat einfach viel mit Schmuck zu tun und Kosmetik und so weiter. Und das möchte ich euch heute zeigen. Und ich lege auch schon los mit meinem ersten Produkt. Und zwar habe ich mir hier diese Trinkflasche gekauft. Denn ihr wisst ja, ich gehe ins Fitnessstudio. Und ich habe hier immer eine Plastikflasche nachgefüllt. Und das war mir irgendwie, keine Ahnung, das sieht immer so blöd aus und so unsportlich. Und da ist mit dir gerade recht gekommen. Und hier passen 600 Milliliter rein. Ja, genau. Diese Flasche hat gekostet 2,50 Euro und in der pinken Verpackung finde ich die natürlich echt klasse. Die kann man hier oben aufmachen, also den Stöpsel muss man hier einfach rausziehen und dann kann man trinken und einfach den Stöpsel wieder runter und schon ist die Flasche zu. Anscheinend ist hier auch ein, keine Ahnung, so ein Teil hier drinnen, dass man einen Shake machen kann. Upsi, so würde ich das mal beschreiben. Weil ich habe eine Flasche, mit der man so einen Proteinshake anmischen kann und ich glaube, das kann man mit dieser hier auch, weil könnt ihr das sehen, hier sind auch solche Rillen und ja, ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich benutze das nicht als Shaker, sondern ich werde hier einfach nur mein Wasser einfüllen oder was ich da auch immer trinke beim Sport. Und ich glaube, mit dieser Flasche kommt man nicht mehr ganz so blöd drüber als mit irgendeiner komischen Plastikflasche. Dann möchte ich euch meine Ringe zeigen, die ich hier dran habe. Und zwar wollte ich einfach schon lange Ringe haben, die so gemacht sind, dass man die hier so über diesen Knöcheln trägt. Und die habe ich jetzt endlich bei Primark gefunden und die finde ich wirklich sehr, sehr süß. Ich habe die Größe Large genommen, die ist mir einen Ticken zu groß, das ärgert mich ein bisschen. Aber ich dachte, ich habe ja so große Würstelfinger und deswegen brauche ich die größte Größe, sprechen ist schwer, und ich habe mir die hier in Silber mitgenommen und ja, also die haben gekostet 3 Euro und dann habe ich mir solche auch nochmal in Gold mitgenommen und zwar sind das welche, die so richtig wuchtig sind und ich habe hier auch die Größe Large, aber die passt mir komischerweise und die hier sind Gold und die haben auch 3 Euro gekostet. Ich finde diese Ringe richtig schön. Ich wollte eigentlich solche auch in Silber haben, aber die gab es leider nicht. Die gab es nur in Gold. Aber ich finde diese hier auch sehr, sehr schick und kann mit jeder im Sommer zu gebräunter Haut und einem weißen Oberteil und so kann man das sich richtig schön vorstellen, dass das sehr, sehr gut passt. Also diese Ringe, auch die silbernen hier und die goldenen, sind wirklich sehr, sehr schön und für den Preis unschlagbar. Bleiben wir gleich beim Schmuck. Ich habe mir hier diese Kette gekauft. Und zwar ist das eine goldene Kette, die unten so weiße oder roséfarbene Steinchen dran hat und silberne Steinchen. Die fand ich wirklich sehr, sehr schön. Die ist nicht ganz so extrem wuchtig, weil ich finde, dass wenn das so ganz so übertrieben ist, finde ich, glaube ich, steht mir einfach nicht. Die Kette hat 10 Euro gekostet und sie ist hier hinten nochmal mit 3 Ketten zusammen gemacht. Finde ich wirklich sehr schön. Kann ich mir auch gut vorstellen mit einem weißen Oberteil im Sommer, wenn man gebräunt ist. Und dann noch diese goldenen Ringe dazu. Boah, also das sieht wirklich bestimmt edel aus, oder? Und für diesen Preis, also ich kann es nur immer sagen, ist das wirklich toll. Die glitzert auch so schön, also seht ihr das in der Kamera, wenn ich die so hin und her drehe, wie schön, dass die glitzert. Hier auch noch mit diesen Steinchen unten dran. Ich glaube, das passt auch hier zu diesem Oberteil. Also wirklich ein Traum. Und dazu passend habe ich mir auch noch ein Armband gekauft und zwar ist es dieses hier. Das ist auch so schön. Das hat nochmal so ein rosanes Bändchen dran und hier oben ein goldenes. Also dieses Armband hat ganz verschiedene Farben drinnen. Und zwar einmal mit Gold, mit Silber, mit Roséfarben, mit Beige. Also es hat wirklich ganz verschiedene Farben, die aber miteinander wunderbar harmonieren. Und ja, wie gesagt, zu dieser Kette. Ups.
finde ich das wirklich sehr, sehr schön und diese Ringe noch dazu. Also ich fand diese Kombination ganz toll, weil das alles irgendwie zusammenpasst. Und ja, bin froh, dass ich da fündig geworden bin, weil ich wollte... Ach ja, das hat übrigens 4 Euro gekostet, dieses Armband. Ich wollte schon lange so ein Armband haben und ich habe im Internet gestöbert und die kosten immer extrem viel und da war ich irgendwie zu geizig. Das wollte ich einfach nicht ausgeben für so ein Teil 30 Euro, das finde ich irgendwie übertrieben, weil die meistens ja sowieso nur für 2 Sommer sind oder 3 und dann, oder laufen an oder so, weil das einfach kein echtes Gold ist und kein echtes Silber. Also das wird ja irgendwann dann so, ja, so komisch und passt dann ja eh nicht mehr, kann man dann nicht mehr anziehen und deswegen wollte ich da nicht so viel Geld ausgeben und bin dann eben zu Primark und habe dieses hier gefunden und bin überglücklich. Dann habe ich schon ganz oft auf YouTube Mädels gesehen, die sich den Selbstbräuner von Primark gekauft haben und sehr, sehr begeistert sind. Und ich habe mir auch einen gekauft und zwar ist das ein Self-Tanning Spray. Ich mag diese Mousse nicht ganz so gerne, keine Ahnung warum, aber mit denen komme ich nicht so toll klar. Ich habe ja eigentlich immer eine Lotion, die farblos ist, mit der komme ich am besten klar. Und ich dachte mir, ich nehme mir mal dieses Spray mit und zwar habe ich die Farbe Medium to Dark, weil ich eigentlich, auch wenn es in der Kamera nicht so aussieht, ein dunklerer Hauttyp bin. Ich habe auch immer Selbstbräuner drauf und werde auch einfach im Winter nicht so blass und deswegen habe ich mir einfach mal die dunklere Farbe mitgenommen. Hier steht, dass der streifenfrei sein soll und ich habe auch schon oft gehört von den Mädels, dass der Selbstbräuner wirklich top sein soll. Ich bin wirklich gespannt, also ich habe ihn noch gar nicht benutzt. Wenn ihr das mal wissen mögt, ob der gut ist oder schlecht ist, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Denn ich habe hier ganz viel Kosmetik auf meinem Bett liegen und wenn ihr dazu mal eine Review wollt, dann schreibt mir das doch mal, weil da mache ich mal wirklich ein separates Video, wie diese Kosmetik von Primark so ist. Ich glaube, das hilft immer ganz vielen Mädels, weil man muss sich ja auch, wenn das Zeug nicht zu teuer ist, dann nicht kaufen, wenn es nichts ist. Oder wenn es natürlich gut ist, dann ist es eine gute Alternative zu den teuren Douglas-Sachen. Ja, also wie gesagt, den werde ich ausprobieren und dann habe ich mir auch noch eine Lotion gekauft, weil ich einfach ein totaler Lotion-Fan bin. Ach ja, übrigens, dieser Selbstbräuner hat 3,50 Euro gekostet. Das ist ja wirklich mal überhaupt nicht viel. Im Gegensatz zu den Drogerie-Selbstbräunern ist der eigentlich auch gar nicht teuer. Und dann habe ich mir diesen hier noch gekauft. Das ist eine Self-Tanning-Lotion, auch in der Farbe Medium to Dark. Und ganz ehrlich, mich hat auch schon die Verpackung so angesprochen. Also guckt euch mal die süße Verpackung an. Ich finde, dass das eigentlich auch schon total eine sommerliche Stimmung macht mit diesen goldenen Tönen und Bronzetönen. Also da hat Primark eine schöne Verpackung gemacht. Dieser hat 3 Euro gekostet. Und falls ich das richtig verstanden habe, ist diese Lotion auch schon getönt. Also die ist schon vorgetönt, damit man sehen kann, wo man schon überall war. Und ja, also der Selbstbräuner ist auch noch geschlossen. Ich wollte da mal reingucken, aber da ist hier noch dieses Dings rum, diese Alufolie. Aber ich werde ihn auf alle Fälle testen und ich bin wirklich gespannt, ob der einen nach Brathähnchen riechen lässt oder nicht und ob der streifenfrei ist. Mal sehen. Dann habe ich mir ganz unspektakulär einen Fusselroller gekauft, aber ich fand den so süß. Guckt euch mal den an, der hat so einen rosé-goldenen Stiel dran und da sind noch so weiße Perlen aufgeklebt. Also ein Fusselroller, der wirklich sehr edel aussieht. Und dazu gab es auch noch eine Rolle dazu, dass man das austauschen kann. Ja, also was gibt es zu einer Fusselrolle zu sagen? Ich hoffe, sie funktioniert, aber das wird sie bestimmt. Und was ich auch noch hoffe, ich habe nämlich ganz viele solche Ersatzdinge zu Hause, dass die auch da drauf passen. Aber ich fand diesen Fusselroller einfach so schön, weil diejenigen, die ich habe, die sind schwarz und die sehen immer so blöd aus. Und ich denke mir, wenn ein Fusselroller rumliegt, der in Roségold ist und auch noch so Perlen drauf hat, das sieht das Ganze einfach dann nicht mehr ganz so, ja, wie soll ich sagen, so blöd aus. Dann habe ich mir noch einfache Wattestäbchen gekauft. Habe ich überhaupt gesagt, wie viel das der Fusselroller gekostet hat? Sorry, 2,50 Euro hat der gekostet. Ja, also stinknormale Wattestäbchen.
die brauche ich immer. Und zwar immer beim Schminken, weil ich grundsätzlich mit der Wimperntusche hier oben an die Lider ranschmiere. Und zwar immer. Ich habe euch das ja auch schon mal bei Snapchat gezeigt. Es ist wirklich eine Katastrophe. Ich kann mich irgendwie nicht anders schminken. Und ich weiß auch keinen Tipp, damit ich hier nicht rankomme. Ja, aber ist egal. Ich habe mir diese hier gekauft. Und hier sind 200 Stück drinnen. Und diese haben gekostet 1 Euro. Also das ist ja wirklich mal gar nichts. 1 Euro für 200 Stück. Und ja, die Verpackung sieht eigentlich ganz süß aus. Die kann ich nämlich einfach so auch an meinen Schminktisch stellen. Weiter geht's mit einem Augenbrauenstift von Primark. Und zwar habe ich mir einen gekauft, der auf der einen Seite ein Bürstchen drauf hat und auf der anderen Seite die Farbe ist. Denn es gab nämlich auch einen, der ein Wachs auf der einen Seite hat, also so ein Fixing Wax. Aber der Stift, der war viel breiter als der hier und ich kann ja eigentlich mit so einem breiten Stift einfach nicht malen. Da muss ich ja andauernd anspitzen und deswegen dachte ich mir, der hier ist besser. Ich habe hier die Farbe Medium. Es gab auch eine für Blonde, aber ich habe ja relativ dunkle Augenbrauen und ich mag es einfach, wenn die ein bisschen ausdrucksstärker sind. Und ich bin wirklich gespannt und ich hoffe, dass der nicht ins Rötliche geht, weil das immer so dämlich aussieht. Aber gut, der hat gekostet 1,50 Euro. Also das ist wirklich überhaupt nicht viel. Deswegen dachte ich mir, kann ich den ja auch mal ausprobieren. Und irgendwie dachte ich, dass bei so vielen Sachen bei Primark und das ist das Verlockende, wenn nämlich das alles so günstig ist, dann stopft man das alles in die Tüte und denkt sich, ja, das kostet ja nicht viel und das kostet nicht viel. Und an der Kasse trifft einen der Schlag. Und ja, also das ist mir wirklich auch so gegangen. Ihr seht jetzt, was ich alles eingekauft habe. Sodass ich jetzt 2 Videos darüber drehen muss. Aber egal. Als nächstes habe ich mir Kopfhörer gekauft, weil ich ins Fitnessstudio gehe. Und ich finde das eigentlich ganz toll, wenn man neben dem Heimtrainer oder am Laufband oder so, wenn man da Musik hören kann bei seinem, mit seinem iPhone oder egal was für ein Handy auch immer. Und meine Kopfhörer sind leider kaputt gegangen, da ist dieses Teil, das man ins Ohr steckt, das ist abgegangen. Und deswegen brauchte ich neue und habe mir diese hier gekauft. Und guckt euch mal an, wie niedlich die sind. Also die sind wirklich ganz in Pink, die gab es übrigens in der Kinderabteilung, glaube ich. Also da, wo ganz viele Kindersachen waren, da gab es auch diese Mickey-Mäuse, also die, wo man so außen drauf macht und die waren voll mit Glitzer und die waren total schön, aber ich habe mir die nicht mitnehmen getraut, weil das sagen ja alle im Fitnessstudio, die hatten einen Knall. Und deswegen habe ich mir diese mitgenommen, die sind auch total süß, die haben nämlich hier vorne drauf noch so Glitzersteine dran, so rosane. Und ja, ich bin mal gespannt, ob die gut sind, weil manche sind dann einfach von Sound nicht so gut. Und die haben aber nur gekostet 3 Euro. Also ich werde die mal testen. Aber ich fand einfach schon mal das Aussehen und alles und die Glitzersteinchen einfach mal total süß. Weiter geht's mit einem Pinsel, den ich gekauft habe. Und zwar ist das ein kleiner Stippling Brush von Primark. Und der hat gekostet 2 Euro. Und zwar wollte ich diesen Stippling Brush für einen Creme Rouge haben. Ich habe nämlich einen Creme Rouge, den ich immer irgendwie schwierig auftragen kann. Oder ich benutze ihn auch vielleicht für Concealer unter dem Auge. Das weiß ich noch nicht. Ich werde den mal testen, wie der so ist. Also es gab da einen offenen Pinsel, einen ganz riesen Kabuki Brush und der war sehr, sehr hart. Den habe ich mir nicht gekauft. Ich wollte ihn eigentlich schon ursprünglich kaufen, aber als ich ihn dann angefasst habe, dachte ich mir, dass der bestimmt nicht so gut Produkt aufnimmt und auch abgibt, weil der wirklich sehr, sehr hart war. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie der hier ist. Ob der auch Produkt gut aufnimmt und in die Haut einarbeitet, ich weiß es nicht. Für diesen Preis werde ich jetzt aber auch nicht zu viel erwarten. Aber ich finde, dass die Pinsel sehr, sehr schön aussehen, weil die hier oben so mit rosa gehalten sind. Und ja, ich werde ihn einfach mal testen. Dann habe ich mir für meine Nägel einen Nagellackentferner gekauft. Und zwar wisst ihr ja, dass ich normalerweise den von Essence benutze, wo man einfach den Finger reinsteckt und so rumdreht, weil da innen drin so ein Schaumstoff ist. Und ich dachte mir, ich versuche jetzt einfach mal diesen hier. Und zwar hat der gekostet 1,50 Euro. Es steht aber nicht drauf, dass der irgendwie acetonfrei ist oder so. Also falls ihr künstliche Nägel habt und den Nagellack abmachen wollt, dann weiß ich nicht genau, ob der dafür geeignet ist. Weil eigentlich müsste der ja auch acetonfrei sein für künstliche Nägel, aber da steht jetzt überhaupt nichts drauf.
Also ich bin mal gespannt, ob der genauso gut ist als wie der von Essence. Ist das die Marke Essence? Ich glaube schon. Ich werde ihn einfach mal testen. Und falls ihr das wollt, werde ich euch natürlich darüber berichten. Dann kommen wir zu meinem letzten Produkt, zu meinem letzten Beauty-Produkt. Und zwar habe ich mir ein Haaröl gekauft. Ein Moisturizing Anti-Frizz Serum mit Moroccan Oil. Ich bin mal echt gespannt, wie das ist, denn ich habe ein Öl von DM, das ist von John Frieda und das ist mir jetzt leer gegangen. Und vorher habe ich das Kerastase benutzt, aber irgendwie dachte ich mir, für den Preis ist das echt heftig. Und ja, also das hörte sich eigentlich ganz gut an, ist für trockene Haare, ist gegen den Frisseffekt. Habe ich jetzt zwar eigentlich nicht, aber ich finde diese Haaröle immer ganz gut, weil die Haare immer so schön glänzend machen. Und blondes Haar ist ja sowieso oft sehr, sehr glanzlos und wird dann sofort stumpf. Und bin echt gespannt, wie das so wirkt. Das sind 50 Milliliter enthalten und hat 3 Euro gekostet, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ja, also ich werde es nach dem Waschen ins feuchte Haar einmassieren und dann mal testen, wie das so ist. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch gespannt auf den Duft, ob das genauso gut riecht, als wie die anderen zwei, die ich schon habe. So, meine Lieben, das war jetzt wirklich komplett alles, was ich von Primark gekauft habe. Also ihr seht, hier liegt jetzt nichts mehr. Dieser ganze Stapel ist hier hinten. Es war wirklich sehr, sehr viel, was ich gekauft habe. Also mein Mann musste immer die Tüte schleppen und ist mir immer hinterhergerannt. Also falls ihr einen Primark in der Nähe habt, dann geht mal dorthin und guckt euch mal die Sachen an. Ich finde, die haben wirklich sehr, sehr schöne Sachen zu einem wirklich extrem wahnsinnig günstigen Preis. Und ich hoffe auch, dass ich irgendwann vielleicht nochmal im Frühjahr oder im Sommer nochmal hinfahre mit meinem Mann. Weil ich finde, dass die Kleidung, also ich bin jetzt wirklich begeistert von diesen Sachen. Für den Preis kann man wirklich nicht meckern. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr natürlich das kostenlos machen. Und dann wünsche ich euch wie immer ein wunderschönes Wochenende und dann hoffe ich natürlich ganz fest, dass wir uns wieder im nächsten Video sehen. Tschüss!